Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Sniper Elite 3. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, auf geht's jetzt weiter mit der Mission. Die Oase Siva. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Oase Siva halt mal irgendwie geregelt kriegen, wa? Ja. Beim letzten Mal hat das ja wohl nicht so gut geklappt, weil... Moment, falsche Tastaturbelegung. Weil wir irgendwie zu viele Leute getötet haben wohl. Deshalb müssen wir die Mission nochmal neu machen. Weil irgendwie war das Problem, dass egal wann dieser Offizier reinkam, immer wieder abgehauen ist. Da konnten wir machen, was wir wollten. Ich glaube, wir haben einfach zu viel getötet. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen mehr reinzuschleichen. Schauen wir mal. Ah, stimmt, markiert, markiert. So, Moment, dort ist doch noch hier irgendwen markiert, ne? Sehe ich den nicht richtig? Nee. Sind die da hinter einer Mauer, wa? Ne, der nicht. Oh, 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 oh. Ich hab einen Hit. Der hat schon mal einen Headshot bekommen. Du siehst mich gar nicht, Junge. Yeah, die Animation, die könnten ruhig öfters kommen. Voll geil. Ich sehe gar keinen im Moment mehr. Siehst du nur jemanden? Ja, vor uns. Ins Ohr. Den Ohrenschmalz rausgeschossen. Er hört jetzt wieder besser. So muss das sein. So, mal langsam vortasten. Haben wir hier noch irgendwo was? Haben wir wieder ein. Oh, hinter dir ist einer. Hoppala, hoppala, hoppala. Was, wo ist denn der andere, der auf mich schießt? Wo ist er denn? Der Halunke, wo ist er? War da hinten irgendwo. Einen Weg in die Altstadt. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir hier ein bisschen am Leben lassen wahrscheinlich. Was, wo? Die Frage ist jetzt echt, wie kriegen wir das hin, dass wir ein paar am Leben lassen? Wir müssen irgendwie den Standort wahrscheinlich wieder wechseln, wa? Die drei Musketiere. Ja, genau. Sind gar nicht begeistert, dass Valens Visage überall hängt. Oder von seiner Basis. Oh, einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit Valens wertvollem Notizbuch.
Und wer wird das sein? Ich weiß nicht. Hab nur mitbekommen, dass sie sich später treffen. Vielleicht um zu entscheiden, wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie so ein bisschen tarnen, ne? Dass wir hier wirklich mal, Hier ist Munition und so. Da unten ist ein Rapper. Junge, was macht der denn? Der ist voll auf Droge. Ja, was müssen wir machen? Jetzt. Aua. Da ist irgendwo ein Sniper, glaube ich. Klettere das Gerüst zum Aussichtspunkt hinauf. So. Okay, ja, das genau. Müssen wir halt machen. Und dabei so wenig wie möglich wahrscheinlich töten. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns aber auch erstmal... Oh, da unten hat einer eine Bazooka. Da müssen wir aber wahrscheinlich gleich erstmal hier... Hier sind doch irgendwo Sniper oder sowas, wa? Die müssen wir wahrscheinlich noch ausschalten. Oh, wo ist der denn? Nur nicht unachtsam werden. Oh, fuck, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Fuck. Das war mein Fehler. Ich hab aus Versehen, ich dachte, ich hab Medikits, hab ich uns weggesprengt. Ja, dann sind wir wieder hier draußen. Fangen wir nochmal hier draußen an. Ja, dachte ich mir genau. Oh, Scheiße, ey. Dachte, ich hab die Medikits noch in der Hand, ey. Ja, so schnell kann's gehen im Krieg. Den machen wir mal weg. Rechts kommen wieder jede Menge. Geradeaus durch die Tür kommt bei dir auch einer. Sieht mich gar nicht. So, lass mal gucken. Ups. Direkt mal auf Medikit oder so wechseln. Nicht, dass ich uns gleich wieder wegspringe. So, den haben wir auch. Der liegt schon. So, dieses Mal können wir das ja überspringen, weil das kennen wir ja schon, ne? Ja, Junge, er war nur wie so ein kleiner... Keiner Jumpy. Jawohl, da habe ich ihn doch. Wenn ich abwarte, kann ich meine Schüsse. Wow! Mal sagen, mein Life sah nicht mehr so toll aus gerade. So, da müssen wir irgendwie versuchen, die Sniper zu töten, wa? Dass sie uns nicht immer aufdecken. Fragt sich jetzt nur, wo sie noch. Oder bleib du in Deckung, ich darüber zu retten. Oder so. Mein Gott. Ich sehe ihn!
Oh, nicht gut. Da! Ja, Deckung ist runter! Oh, ich liege. Scheiße, warum liege ich denn? Auf was hat mich denn eigentlich weggesprengt? Ich hatte doch eine Pistole in der Hand. Oh, ich höre nur noch Ballerei da bei dir. Ja. Irgendwas hat mich gerade weggesprengt, ich weiß nicht was. Der Typ, der hat auf mich geschossen, auf einmal wurde ich weggesprengt. So. Versuchen wir das nochmal. Ich falle oben jetzt. Die Schweinehunde. Komm. Zeig dich, Junge. Oh yeah, der tut den weh. Renn, Junge, renn, 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 renn. Yeah, du wurdest befördert. Helm weg. Na komm. Na mach mal Lucky Lucky. Jawohl. Auf ein neues! Wie bist du da eben so hochgekommen? Relativ gut, oder? Nee. Gar nicht. Zu viele, wa? Ja. Ein guter Ort, meine Schüsse zu verbergen. Alter, hab ich. Echt gucken, da sind irgendwo Sniper oder so. Hier den mal hier. In den Nacken. Wachsam bleiben. Du brauchst nicht mehr wachsam bleiben, Junge. Du bist weg. Ausrufezeichen. Wo ist das Ausrufezeichen? Jetzt hier bei dem Ausruf. Wow. Oh. Den haben wir.
Ich hab ein Ausrufezeichen was damit. Ich habe einen Sniper gerade erledigt. Oh, hinter uns ist einer. Erledigt. Oh. Da ist wohl noch irgendwo ein Sniper irgendwo. Aua! Was? Nein. Oh, ich blute. Oben auf dem Turm ist nämlich noch ein Sniper. Da in diesem Kummien Riesenturm da. Gibt es doch nicht. Also oben auf dem Riesenturm ist ein Sniper, unten ist ein Sniper. Die müssen wir wahrscheinlich wegkriegen. Erstmal. Aber wenigstens sind wir hier drin. Ne? Einfach irgendwie entdecken zu bleiben. Standortwechsel. Scharfschützenliste. Warte mal. Ich habe einen Scharfschützen gefunden. Einer ist schon mal weg. Die Drecksau, der war echt schwer sichtbar. Ey. Er ist hier irgendwo. Ich hole die Leiche mal hier weg. Nicht, dass sie nachher, wenn wir weiterkommen sollten, hier den Typ wieder verschreckt, weißt du? Ja. Ich hole die einfach mal weg jetzt. Ich mach mal hier den Aufräumdienst. Ach, du bist da vorne, okay. Weil jetzt ist der eine Sniper ja weg, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Ja. Bist du hier einfach so durchgeschlichen? Durchgeschlichen, ich bin durchgerannt. Durchgerannt? Jetzt langsam, ruhig. Ja. Ich sollte verborgen und leise vorgehen. Machen wir doch. Die ganze Zeit schon. Ja. Oh, fuck. Ja, das sind die Sniper. Ah, ich hier vielleicht so in Deckung bleiben erstmal? Ja, hier. Ja, quasi die Lage beruhigt. Ja, müssen wir jetzt auch abwarten.
Was? Wo? Einer kommt draußen. Den müssen wir wegmachen. Da ist noch einer, glaube ich. Tu mal dein Gewehr weg. Okay, haben wir. Weil die haben uns hier erspäht oder wir müssen woanders hingehen. Aber es sieht schwierig aus, ne? Ja. So, wie können wir unseren Standort wieder wegmachen? Bleib mal hier so. Ja. Könnt ihr was erkennen? Nee, könnt ihr nicht. Hier aber auch kein gerade. Ich sehe keinen von den Schweinehunden. So, den Offizier. Meinst du, wir kommen ohne die Sniper zu töten oben hin? Ja, dazu müssen wir erstmal warten, bis es aufhört mit rot leuchten. Ja, nee, das ist mir schon klar. Es war eine Frage, ob wir das denn überhaupt schaffen. Was denkst du? Ja, bestimmt, weil wenn das nicht mehr rot leuchtet, dann haben die quasi die Suche nach uns aufgegeben. Das ist mir schon richtig klar, ja. Nur die Sniper sind genau Richtung Turm, die da hin... Also ja, werden wir ja denn sehen. Werden wir denn sehen, ob das klappt oder nicht. Ja, wenn nicht, müssen wir es halt nochmal verfolgen. Mal gucken. Oder wir müssen halt diese Sniper dann ausschalten. Es sind, glaube ich, 3 Stück. 2 da hinten und einer, den ich eben hier links irgendwo getötet habe. Ach, der hat uns doch im Auge. Deshalb geht das nicht wahrscheinlich, wa? Der hatte sogar eine Bazooka, die Drecksau. So. Wie kriegen wir jetzt einen Positionswechsel hin? Hier können wir aber auch nirgendwo hoch, ne? Geht der nach vorne hoch? Irgendwie passiert hier nichts. Ich glaube, das beruhigt sich nicht. Wir müssen bestimmt weiter irgendwie. Was, wenn man sich hier... Versuchen wir mal.